Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Jahrbuch 2017 zum 18. Mal das Steirische Jahrbuch für Politik präsentiert haben zu können. Das Jahrbuch ist ein Standardwerk geworden der Dokumentation und Analyse des steirischen Zeitgeschehens, aber immer in einem größeren Zusammenhang. Wir haben eine Reihe von namhaften Persönlichkeiten gewinnen können, für dieses Jahrbuch zu schreiben. Der Spitze der Bundespräsident, der einen Beitrag über Vertrauen als die wichtigste Ressource in unserem Land geschrieben hat. Vertrauen und vor allem Selbstvertrauen finde ich enorm wichtig. Vertrauen sowieso untereinander. Aber das österreichische Selbstvertrauen ist noch ausbaufähig. Wir sind Spitze auf verschiedensten Weltmärkten. Wir sind innovativ. Wir sind die größten Direktinvestoren außerhalb der Grenzen, nach Osten und nach Südosten. Darauf können wir schon einmal stolz sein und das betonen. Man erreicht gemeinsam mehr. Nur wenn eine Spitze eines Landes oder auch einer Republik weiß, was sie will, kann man das den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln. Das gilt auch für die EU-Familie, wo wir jetzt den Ratsvorsitz haben. Und es ist mein politisches Leben so geprägt. Wir erleben sehr viel Diskussionen über Alltagspolitik, sei es am Stammtisch, aber auch im Fernsehen oder in den Zeitungen oder im Internet. Und diese Jahrbücher bieten die Möglichkeit, dass Dinge festgehalten werden von den Akteuren selber. Dass die Autoren, die eingeladen werden, schreiben können und sollen, was sie wirklich denken, ohne jede Einflussnahme, ohne Zensur. Das macht einmal den Reiz eines solchen Jahrbuchs aus. Für mich sind solche Bücher, von wem sie immer auch herausgegeben werden, unverzichtbar, weil es sind Nachschlagwerke. Man kann in 15 Jahren nachschauen, was davon stimmt, was man gesagt oder geschrieben hat. Wie hat sich die Gesellschaft entwickelt, und das ist für unser Land wichtig.